Und dann willkommen zurück in Guild Wars 2. Wir wollen uns nun der Wahrheit stellen und gehen in das Refugium. Nachdem wir... Da seid ihr ja, Kommandeur. Die Reise verlief nicht so glatt, wie ich es mir erhofft hatte. Hat das Portal nicht funktioniert? Wir sind mit Sicherheit nicht mehr im Grabmal. Es hat uns irgendwo hingebracht, aber... Kein Zeichen von den Göttern und auch nicht von unseren Gefährten. Das ist ja ein großartiger Anfang. Die Nebel. Sie waren beim Betreten des Portals direkt neben uns. Sie können nicht weit sein. Probiert euch mit euren Leuten neu. Hier ist Rüttelock. Ihr habt es auch geschafft, hm? Nach einer kleinen Unannehmlichkeit, ja. Das ist es also? Wir sind in den Nebeln? Tief in ihrem Inneren. Dieses Gefühl würde ich jederzeit wiedererkennen. Es ist, als würde mir eiskaltes Wasser den Rücken herunterlaufen. Wo ist Kashmir? Wir haben sie nicht gesehen. Ja, die Götter der Menschen scheinen ihre Spielchen mit uns zu spielen. Na los, sie muss hier in der Nähe sein. Na, ein Glück. Da habt ihr es, Kommandeur. Begreift ihr es? Begreift ihr, wo wir jetzt stehen? Meine Hände zittern und ich kann es nicht kontrollieren. Ein Treffen mit den Göttern? Könnt ihr euch das vorstellen? Haltet noch etwas für mich durch, Cass. Oh, soll sie doch ihren Spaß haben. Schließlich wird sie schon bald ihren Schöpfern gegenüberstehen. Und glaubt mir, so etwas vergisst man nicht. Wir müssen sie trotzdem suchen. Irgendeine Idee, wohin wir gehen sollten? Kennst du sowas? In den Geschichten wird nichts zu den Gebieten jenseits des Portals gesagt. Nur, dass es sich um einen Durchgang in die Nebel handelt. Die Art, wie dieser Sandsturm an einem Ort verharrt, ist merkwürdig. Meint ihr, dort versteckt sich etwas? Aha, schaut mal an. Kann man uns einsetzen. Wunderschön. Schaut, der Sandsturm ist fort. Schauen wir einmal, was er verborgen hat. Hier sind mehrere Öffnungen, wo man es reinlegen kann. Dieses Symbol! Wisst ihr, was es bedeutet? Nein, das wisst ihr doch. Das ist das Sigill der Sonnenspeere. Ein Symbol für die 8 Tugenden, die sie am meisten verehrten. Wir sollen diesen Weg nehmen. Die Götter haben ihn für uns gewählt. Da bin ich mir sicher. Sucht nach Lösung für das Sonnensperrrätsel. Was habt ihr da, Kommandeur? Auf dieser Platte sind Markierungen eingraviert. Und weitere Gravuren finden sich dort in der steinernen Plattform. Vielleicht gehören sie zusammen? Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. So, wir können das... Ja, auch wieder... Vertiefung. Okay, wir müssen erstmal die ganzen suchen. Da drüben ist eins. Muss ich schon mal eins zurückbringen oder kann ich mehrere tragen? Ich bring's mal zurück. Wie viel Zeit habe ich dafür? Schließt das dann innerhalb des Zeitlimits ab, okay. So, wo sind noch welche? Nee, das ist zu weit weg. Kann mit dem Springer auch einiges sein. Da oben ist was zum Beispiel. Okay, also Springer wählen. Okay, kommen wir vielleicht mit der Zwischenplattform hier leichter hoch. Nummer 1. Und dann hier rüber. Das klang vielversprechend. Hier müssen noch mehr Teile dieses Rätsels herumliegen. Okay, wir nehmen das vielleicht mal. Stecken das überall rein.
Okay, also zwei fehlen uns noch. Gut. 5 Minuten 29, da oben ist eins. Vielleicht kommen wir den Springer hier hoch. Ja. So, sehen wir das Fehlende irgendwo? Da, ganz oben. Okay, mit dem Springer geht das bestimmt. Ja. So, was dann hier hoch? Da üben wir schon mal ein bisschen das Springerspringen. Sehr gut. Und runter mit uns. So. Boss, wir haben Gesellschaft. Nur ein Wort und ich reiße sie in Stücke. Uns fehlen immer noch Teile dieses Rätsels. Was ist, wenn diese Geister mit dazugehören? Fragen wir doch einfach die Geister. Vielleicht sind sie hier, um uns zu helfen. So. Mitgefühl ist der Anfang des Endes Verständnisses. Ich ersuche die Götter um Rat. Ihr seid lang und weit gereist, um herzukommen. So geht denn und nehmt mit euch das Siegel des Mitgefühls. Ja, aber was ist was? Die Scheibe passt. Okay. Die Markierungen scheinen nicht zusammenzupassen. Gundayo. Um die Weit zu gehen. Mit ein oder zwei Drehungen. Machen wir gleich. Auf dem Markt bekommt ihr mit, wie euer Vater einige Stücke Obst einsteckt, ohne dafür zu bezahlen. Die Stadtwache kommt und beschuldigt euch, das Obst gestohlen zu haben. Was tut ihr? Ihr könnt eure Taschen zeigen, dass ihr nichts gestohlen habt. Sagt den Wachen, dass euer Vater vorhat, das Obst zu bezahlen. Sagt den Wachen, dass euer Vater das Obst genommen hat und entschuldigt euch aufrichtig. Keine Ahnung. Sollen wir beweisen, dass wir ehrlich sind? Sollen wir beweisen, dass unser Vater uns wichtig ist. Okay. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Okay, das einfach ehrlich sein. Okay, wir machen mal hier kurz Trio. Nee. Auch hier wieder. Die Fackel wurde angezündet. Ihr müsst etwas richtig gemacht haben, Kommandeur. Ausnahmsweise mal. Gut. Dann zack Lem als nächstes. 2 Minuten haben wir noch. Ich bin bereit, los geht's. Ihr seid ein Bauer, der das Land für seinen Lehnsherrn bestellt. Einen freundlichen, gütigen Herrn. Ich darf es nicht verteilen, okay. Okay, also ich muss selber arbeiten. Nein, da nicht. Da stimmt's schon. Okay. Dann weiter geht's zu Givepo. Das schaffen wir nicht mehr. Siegel der Demut. Gibt's noch irgendwas? So, wo ist der letzte? Da hinten. Das war. Oh ne. Schneller! Natürlich muss einer im Kampf sein. Ein Schlieg ist eh vorbei. Und da geht die Zeit dahin.
sollt ihr wahre, absolute Macht kennenlernen. Ich fühle mich stark. Ihr habt es euch verdient. 8 Sekunden, schaffen wir nicht mehr. Dankeschön für den mystischen Kampf. So, müssen wir es hinstecken? Drüben. Ihr habt durchgehalten. Ah, 2 Sekunden zu spät. Mist. Schaut, ein Portal. Also, Kashmir, beim nächsten Zusammentreffen mit euren Göttern sind sie hoffentlich etwas weniger feindlich gesinnt als der letzte, dem wir begegneten. Bei unserem Glück sind sie bestimmt genauso verrückt wie Balthasar. Hört damit auf, alle beide. Wir sind hier, weil wir Antworten brauchen. Den Göttern ins Gesicht zu spucken, wird uns dabei nicht helfen. Zeigt etwas Respekt. Sie hat recht. Wenn Balthasar eins gezeigt hat, dann, dass mit den Göttern nicht zu spaßen ist. Lasst uns lieber vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wer uns beobachtet. Ja, man hätte hier an den oberen und unteren Dreiecken erkennen können, wo genau jede Scherbe hingehört, muss ich das zugeben. Nur hätte ich erstmal die Scherbe wieder ablegen müssen, um zu gucken, wie die aussieht. Na gut, Portal betreten. Das Refugium. Dieser Ort ist einfach unglaublich. Die Schriftrollen, die Bücher, so viele Dinge. Mit der schwarzen Zitadelle nimmt er es nicht auf. Redlock. Ja, ich weiß. Respekt sein. Okay, dürfen wir... Ne, wir dürfen keinen Reittier nehmen. Das ist schade. Dürfen wir schon irgendwie langlaufen? So, wir können ja mehrfach diese gewundenen Treppenstufen hochgehen. Aber halt ohne Reittier. Und das dauert. Okay, geht nicht. Ja, diese Bibliothek wird übrigens sehr wichtig sein, auch wenn ihr später mal euren Greifen holen wollt. Denn da müsst ihr auch so eine Bibliothek besuchen. So. Irgendwie gehen wir erstmal in die Mitte, zu schauen, was sie so für uns haben. Das Sonnensperrzeichen ist wieder dort zu sehen. Cormier. Das muss Cormier sein. Seid gegrüßt, Göttin der Wahrheit. Wir brauchen eure Hilfe. Cass, macht schon. Ich danke euch, Kommandeur. Göttin Cormier, wir sind gekommen, um euch um euren Rat und eure Hilfe in finsteren Zeiten zu bitten. Werdet ihr uns erhören? Erhebt euch, Fürstin May. Bitte, fahrt fort. Balthasar ist aus den Nebeln aufgetaucht, um Tyria in den Abgrund zu stürzen. Er will Kralkatorik töten. Und wenn er damit Erfolg hat, könnte das daraus entstehende Ungleichgewicht... Das ist euch alles bereits bekannt, oder? In der Tat. Alleine können wir ihn nicht besiegen. Bitte, Göttin Cormier, Tyria zuliebe, bitten wir um eure Hilfe. Es tut mir leid, Fürstin Maid. Es gibt nichts, was ich tun kann.
Ich... Verzeiht, Göttin. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Ohne die Hilfe der Sechs haben wir keine Chance, Balthasar zu besiegen. Oder der Fünf. Balthasar ist der Teil der Sechs. Nein, ist er nicht. Balthasar wurden Anspruch und Titel aberkannt. Er gehört nicht mehr zu den Sechsen. Ach, Intern ist schon rausgeflogen. Aberkannt. Während wir hier reden, ist er Interior und führt seine Armee an. Er behauptet, der Gott des Krieges zu sein. Kommt und seht selbst. Vielleicht versteht ihr es dann. Wir, die Götter, erkannten, dass es in unserem unvermeidbaren Konflikt mit den Altdrachen keinen Sieg geben könnte. Ein Krieg mit ihnen würde einzig zur Zerstörung von Tyria führen. Und wir, die Sechs, wären dabei der Funke, der die Welt in Flammen setzen würde. Und so beschlossen wir, uns völlig aus Tyria zurückzuziehen, um der Welt ein weiteres Verhängnis zu ersparen. Das heißt, die meisten von uns kamen überein, das zu tun. Feiglinge, ihr könnt ruhig fliehen. Ich werde es nicht tun. Ich gehe keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Ich bin die Auseinandersetzung. Die Altdrachen werden durch meine Hand sterben. Und ihre Kräfte werden meine Kräfte sein. Sein Stolz hat Balthasar blind gemacht. Die Drachen übertreffen selbst die Götter. Sie sind eine rohe Urkraft, der nichts gleichkommt. Ganz gleich, ob er siegen oder scheitern würde, ob er stürbe oder sie. Balthasars Ehrgeiz würde das Ende von Tyria bedeuten. Der Rest der Sechs, Duena, Grant, Melandru, sogar Lissa, kamen überein, dass man sich um Balthasar kümmern müsse. Wenn ihr nicht gegen die Drachen kämpft, werde ich dafür sorgen, dass ihr mit ihnen verbrennt. Feiglinge! Ihr seid alle Feiglinge! Ach, Balthasar. Gemeinsam beraubten wir ihn seiner Kräfte und ketteten ihn in den Nebeln an. Dort sollte er auf ewig bleiben, ohne eine Chance, seine Pläne umzusetzen. Merkt euch meine Worte. Wenn ich frei bin, werde ich euch alle vernichten und eure Kräfte an mich reißen. Ich lasse mich nicht fortschicken. Ich bin Balthasar, der Mächtigste der Sechs. Und ich schwöre euch, ihr werdet mir vor dem Ende eure Gefolgschaft erklären. Er wäre jetzt noch dort. Wäre da nicht ein bestimmter Char gewesen, der nach einer alten, erloschenen Klinge suchte? Ja, tut mir leid. Macht das Unrecht wieder gut. Die Mittel sind in Reichweite. Als er auf diese Welt zurückkehrte, verkleidete sich Balthasar mit Lissas Spiegel, der einzigen Magie, die mächtig genug ist, um die Wahrheit vor uns zu verbergen, als Lazarus. Als die List ans Licht kam, waren die anderen Götter bereits fort. Und schon bald werde ich mich zu ihnen gesellen. Ihr müsst nicht gehen. Ihr könnt bleiben und mit uns kämpfen. Ihr verlangt einen Krieg zwischen den Göttern. Ist euch klar, welcher Preis für eine solche Schlacht zu zahlen ist? Habt ihr vom letzten Mal, als die Götter sich gegen einen von ihnen, gegen Abaddon, erhoben, nichts gelernt? Vor 1300 Jahren führte Abaddon mit seiner Armee von Fanatikern einen Krieg, der die gesamten Küstengebiete und Inseln der Kristallsee erfasste. Die Schlacht war so wild, dass das Meer verdampfte. Zurück blieb die Wüste, die ihr heute seht. Als die Götter Abaddon schließlich niederstreckten,
verwüstete sein Fall die Lande und es entstand das Ödland. Abaddon blieb als gefallener Gott 1000 Jahre gefangen, bis er ein letztes Mal auferstand, um Tyria zu bedrohen. Ein sterblicher Held zog los, um ihn aufzuhalten, und war, allen Widrigkeiten zum Trotz, erfolgreich. Doch dann... Abaddon zerbricht! Unfassbar! All das Wissen! Das Ding dreht durch! Es wird alles zerstören! Ich kann die Kraft zügeln! Komm hier! Nein! Ich war da, um den Schaden zu begrenzen. Aber da war es bereits zu spät. Der Ausbruch der Kraft störte das Gleichgewicht der Magie in Tyria und weckte Primordus aus seinem Schlaf. Das hat den neuesten Zyklus der Zerstörung ausgelöst. Bei einem Krieg zwischen Göttern gibt es keinen Sieg. Nur Opfer und Verluste. Das verstehe ich. Aber die Wahl, die ihr habt, haben wir nicht. Wir müssen kämpfen. Balthasar ist es gleichgültig, ob er Tyria zerstört. Das hat er selbst gesagt. Bitte, Göttin. Falls es irgendetwas gibt, womit wir euch überzeugen können, zu bleiben. Nein, Cass. Das ist nicht ihr Krieg. Es ist der unsrige. Kashmir, mein liebes Kind. Ihr habt unsere Hilfe nie gebraucht. Ihr wart bereits auf dem Weg. Folgt der Spur von Vlast. Stellt wieder her, was zerstört wurde. Die gesuchten Antworten sind in der Wüste zu finden. Ich wünsche euch nur das Beste, Kommandeur. Ein bisschen direkter wäre schon schön, oder? Es ist Zeit. Ich muss zu den anderen. Göttin, komm hier, bevor ihr geht. Ja? Hab Dank für alles. Der Segen aller Götter begleitet euch. Vergesst das nie. So, wir haben zwei Möglichkeiten noch, das zu tun. Suche von Wahrheit und Wissen, habe ich das nicht schon? Wir haben also den ganzen Weg auf uns genommen, um sie einfach so gehen zu lassen. Cass, geht es euch gut? Ich denke nur darüber nach, Kommandeur. Über das, was Cormier gesagt hat. Ich war wütend. Verwirrt. Aber es wird Zeit, dass wir auf eigenen Beinen stehen. Es liegt an uns, Tyria zu beschützen. Das ist mir jetzt klar geworden. Also was nun? Sollen wir jedes Sandkorn in der Wüste umdrehen, um dort einen Hinweis zu finden? Vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass die Wüste ziemlich groß ist. Wenn es nötig sein sollte, dann auch dies. Ihr habt gehört, was Cormier gesagt hat. Von nun an sind wir auf uns selbst gestellt. Also durchsuchen wir die Wüste. Aber wir tun es auf die schlaue Art. Wir teilen uns auf und suchen mit System. Werde ich machen. Ich möchte sowieso noch zurück zum Tempel der Cormier. Die Flüchtlinge dort könnten nützliche Informationen für uns haben. Und ich habe auch einige Neuigkeiten für Sie. Gut. Kanach? Ich mache mich auf den Weg in die Wüste bei Amnon. Vielleicht frage ich auch einmal beim Orden der Schatten an. Meine Kontakte dort können eventuell zur Erhellung beitragen. Ridlock, begleitet ihn. Ich übernehme die Flusslande im Süden. Fragen wir bei unseren Kontakten nach, sprechen wir mit unseren Spähern, mit jedem, der uns auch nur im Entferntesten bei unserer Suche helfen könnte. Eine kurze Frage. Wonach genau suchen wir? Nach Informationen, wie wir weitermachen müssen. Mehr habe ich im Moment nicht zu bieten. Wir haben schon mit weniger mehr erreicht. Machen wir uns an die Arbeit. Geht das Portal und kehrt in Tyria zurück. Machen wir natürlich nicht, denn wir können ja die Bibliothek jetzt erkunden. Na gut, dann fangen wir mal an. So, fangen wir an. Hier in der Mitte. Nummer 1, das Credo der Sonnenspeere.
Die Sonnensperre entstanden aus der Notwendigkeit heraus, eine Nation zu beschützen. Durch den Beitritt zu diesen Orten erklären wir unsere Hingabe für das Volk von Elona. Wir werden Elona gegen jede Bedrohung verteidigen, ob groß oder klein, kriegerisch, mystisch oder übernatürlich. Wir werden Feinde niederwerfen und Verbündeten emporhelfen. Ein Sonnenspeer kämpft niemals allein. Wir werden in Einklang mit den 8 Tugenden leben. Tapferkeit, Demut, Ehre, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Mitgefühl, Opferbereitschaft und Treue. Wir respektieren jeden, verantworten uns aber nur voreinander. Wir sind der unzerstörbare Wall, der Unschuldige schützt, der unaufhaltsame Pfeil, der Feinde durchbohrt, die niemals verstummende Stimme der Unterstützung des Widerstands. Schriften Kormirs. Und so kam es, dass Speermarschall Kormir, Heldin ganz Elonas, in die tintenschwarze Finsternis gezogen wurde, die den Gott der Geheimnisse umgab. Und obgleich man ihr die Sicht geraubt, ihren Körper zerschlagen und ihre Seele geschunden hatte, blieb sie standhaft. Und dank ihrer Kräfte, ihrer vereinten Fertigkeiten, ihrer Tapferkeit und dem Segen der 5 wahren Götter stand Abaddon schließlich doch noch vor seiner letzten Niederlage. Doch die Kraft eines Gottes unzerstörbar und Kormir, die entschied, wie nur eine Sterbliche entscheiden konnte, nahm tatsächlich die Pflichten der Göttin der Wahrheit auf sich. Und so geschah es, dass die Hände Sterblicher einer weiteren unsterblichen Zutritt zur Schöpfung verschafften. Buch der Geheimnisse. Die Seiten sind beschrieben, doch die Wörter scheinen zu verschwimmen, wenn ihr sie lesen wollt, und wieder zu erscheinen, wenn ihr wegseht. Okay. Wir machen mal ganz kurz ein paar Quests raus, damit wir so und hauen nochmal das rein. Gut. Magie und Krieg, eine wohlüberlegte Warnung. Magie und Krieg, eine wohlüberlegte Warnung von 1909 DC. Werft einen kurzen Blick hinein. Geisteszustand von Soldaten, Zivilpersonen gleichermaßen. Ich bin bereit, Beweise zu liefern. Aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass die Wurzel dieser andauernden Konflikte eindeutig... Auch wir können Behältnisse des Wissens und der Wahrheit sein. Geschrieben von den Priesterinnen des Tempels der Kormir. Blick hinein, der Göttin der Wahrheit, die uns zeigt, wie ein Leben war, menschlich sein kann. Wir Sterblichen können die Wahl treffen, die sie als Sterbliche traf, als... Der Spiegel der Kunst, wie die Kunst die Gesellschaft reflektiert. Von Xingyea. Verziert mit lebhaften Farben, die sowohl aus pflanzlichem Material repräsentieren Elemente der Geschichte, vom strahlendsten Gold bis hin zu Tagebuch. Dieses Buch ist nicht lesbar, die Buchstaben kommen euch bekannt vor, doch die Reihenfolge gibt keinen Sinn, vielleicht ist das eine Art Verschlüsselung. So, ich versuche mal den Geheimraum zu finden. Und wenn ich mich recht entsinne, war der unter Wasser gewesen. Genau. Und damit haben wir Göttin der Geheimnisse. Und haben hier dann die restlichen Bücher. Fangen wir an. Verzeichnis nach Genre.
Erinnerung. Bücher dürfen nicht aus Privatbibliothek entfernt werden. Überfliegt das Verzeichnis. Das Verzeichnis enthält mehrere Listen von Büchern und Dokumenten, die von religiösen Texten über geschichtliche Abhandlungen bis hin zu Tagebüchern reisen. Okay. Dann Palast der Knochen, Zentaurentragödie. Von Anonym. Wie sehr sich die Meinungen über das Volk Zentauren auch unterscheiden mögen, ist unbestreitbar, dass Pallava Yokos gnadenlos Niedermetzeln der Zentauren in Elona äußerst verachtenswert war. Nachdem sie eine fürchterliche Versklavung durchlitten hatten, ließ der Tyrann viele für seine Experimente zur Manipulation von Knochen töten. Daraus entstand letztendlich das gewaltige Bauwerk, das er als sein Knochenpalast bezeichnet. Diese Opfer dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Aber wie könnte sie irgendjemand vergessen, solange Pallava Yoko seine Kriegsbeute so offen zur Schau stellt? Unbetiteltes Buch? So macht man das. Kein Titel. Voller Tabellen, Buchstaben und Zahlen. Da haben wir irgendwas gekriegt, nämlich Dechiffrierungscode. Ah, okay. Das brauchen wir also oben. Bei dem Buch, was wir hatten. So, gibt es sonst noch Bücher hier am Rand? Erstmal können alle Randbücher fertig machen. Chronik der Komier. Wissen hat viele Gestalten. Es wächst und gedeiht beständig. Meine Bibliothekare arbeiten unermüdlich daran, alles aufzuzeichnen und Ordnung zu halten. Da die Lebenden alles aufzeichnen, was jemals war, dürfen wir nicht weniger tun. Das Ende meiner Zeit hier ist nah. Und ich merke, wie meine Gedanken abschweifen. Vielleicht hatte Lissa ja recht, als sie mich verspottete, weil ich zurückblieb. Zerstörung Tyria ist unausweichlich und dennoch ist ein Teil von mir, der sich noch daran erinnert, wie es war, sterblich zu sein, was es bedeutet, zu hoffen. Ich lasse meine Heimat, mein Volk, meine Erinnerungen nur ungern zurück, doch ich bin nicht mehr Speermarschall, nicht mehr Bürger Elonas, nicht mehr menschlich und meine Verantwortung reicht weit über diese Welt hinaus. Dann die erste Stadt. Wenn man weiß, wie, ist es leicht. Einst war Faranur eine große Stadt auf der Insel Istan, wo die Zivilisation der Istani ihre ersten Wurzeln schlug. Hier herrschten die alterwürdigen Könige und die Wache der Sonnensperre entstand. Die Skarabäenseuche löschte die Stadt nahezu aus. Die wenigen Überlebenden flohen überließen die erste Stadt dem Verfall, seitdem sie nicht mehr bewohnt. Die Göttin und die Geißel. Wenn man weiß, wie, ist das leicht. Warcraft. Dass Komir Göttlichkeit erlangte, war ein Segen für die Sonnensperre und für alle in ganz Tyria, ein Symbol der Hoffnung. Ihre neu gewonnenen Kräfte waren ein Segen für alle, die ihr folgten. Leider weckten sie auch eine Eifersucht, die dem Orden der Sonnensperre zum Verhängnis werden sollte. Pallava Yoko, der ihnen schon immer feindlich gegenübergestanden hatte, versuchte mit verstärkter Inbrunst, sie auszulöschen. Die Sonnensperre zu vernichten, deren Speermarschall sich in solche Höhen erhoben hatte, stärkte Yokos Ego und half ihm, seine Position als echte Gefahr für Elona zu sichern. Oh, hier ist nochmal ein Buch, das hab ich übersehen. Turais Geschichte. Sein Name lautet Turai Ossa. Dies ist seine größte Schlacht. Vor 200 Jahren schwärmten die Armeen des untoten Fürsten Pallava Yoko aus der Wüste hervor. Kriegsmarschall Ossa sammelte Truppen aus jeder Stadt und jedem Dorf im Flusstal des Elan. Im weiten Land am großen Katarakt stellte er eine gewaltige Armee auf. Turais Vorstoß durch die Schluchten wurde von untoten Wächtern und Korsarensoldaten behindert. Nach einiger Zeit erreichten Turai und seine Leute Yokos Lager jedoch. Die beiden Anführer traten hoch über den kämpfenden Armeen gegeneinander an. Dort, gut sichtbar für ihre jeweiligen Anhänger, zwang Turai Yoko, und der untote Fürst fiel aus seiner luftigen Höhe herab. Turais Leibwachen sperrten den untoten Fürsten an einen Ort ein, an dem niemand ihn je stören würde. Und Turai Ossa würde für immer als größter Champion Elonas bekannt sein. Tückische Gewässer. Wenn man weiß, wie, ist das leicht. Die Bedrohung durch die Korsaren. Die gesetzlosen, hinterhältigen und eigennützigen Korsaren sind Seefahrern wie Landbewohnern schon viel zu lange ein Dorn im Auge gewesen. Zwar brüsten Korsaren sich mit einem Ehrenkodex, der anständiges Verhalten vorschreibt, doch dieser Kodex bezieht sich eben nur auf Korsaren und Außenseiter dürfen behandelt werden, wie es ihnen beliebt. Wer Handel mit Korsaren treibt, sollte stets auf Verrat achten. Selbst wenn man ihnen bereits Geld gegeben hat,
besteht die Gefahr, dass sie nach Beginn der Mission an einen höheren Bieter dich verkaufen. Okay, hier haben wir noch die Buchreihe. Der Einfluss des Handels auf die Kultur. Krumm ist Opfer, ist auch unser Opfer. Mönch wider Willen, eine Autobiografie, traditionelle Volkslieder der... Nun. Okay, wir gucken nochmal, ob hier irgendwo hinter den Regalen was ist. Sonst haben wir ja noch eine Ahnung, wo noch das letzte Buch sein könnte. Okay. Gut. Dann gehe ich mal wieder hoch und gehe mal zum letzten Buch. Gedichte von Dana, 9 Jahre alt. Habt nur Freunde, wenn ihr euch der Wahrheit fügt. Schätzt euch, wenn ihr Geschichten erfindet und lügt. So, und hier müsste das letzte Buch sein. Jetzt mit diesem Buff-Dechiffrierungscode. So, benutzt den Dechiffrierungscode aus dem geheimen Raum. Dann haben wir das Achievement. Untertitel Eintrag. Ich habe noch immer keine Antwort von meinem Führungsoffizier erhalten. Ab sofort schreibe ich verschlüsselt, weil ich nicht weiß, ob das hier je bei meinen Vorgesetzten ankommen wird. Untertitel Eintrag. Immer, wenn ich meinen Posten verlassen konnte, habe ich versucht, meine Verbindungsleute zu erreichen. Sagen mir, dass im Orten der Gerüchte ein Konflikt schwelt. Untertitel Eintrag. Mein Führungsoffizier hat Kontakt zu mir aufgenommen. Sie sagt, dass sie sich einer Gruppe anschließt, die sich Orten der Schatten nennt. Und dass ich meinen Posten verlassen ihr folgen soll. Untertitel Eintrag. Ich habe erfahren, dass der Orden der Schatten eine Widerstandsbewegung gegen Pallava Yoko ist. Ich halte mich an den Rat meines Führungsoffiziers und verlasse meinen Posten, um mich mit den neuen Orden dort reinzubegeben und anzuschließen. So, wir kriegen Mini Sonnenspeer Komia. Guck mal an, wie die Kleine aussieht. Alles klar. Und damit haben wir sie auch. Sehr schön. Sehr gut. Und damit verlasse ich hier das Gebiet und wir haben die beiden Chiefs geholt. Bis demnächst, euer Landitor. Tschüss.